Willkommen bei Ich rauche nicht. Mein Name ist Robert. Heute geht es um Kanakoträger wieder mal, um keinen Verdampfer, sondern um Triptipps. Goldrausch Royal hat mir wieder mal etwas zugeschickt und das schauen wir uns jetzt sofort näher an. Ich durfte ja schon mal was vorstellen von Goldrausch Royal und jetzt ist es wieder mal soweit. Es gibt Neuigkeiten. Prinzipiell, so ein Set kennt man ja schon. Das heißt, wir haben hier drei Adapter oder beziehungsweise drei Tipptipps und einen Adapter, das ist hier eben die Base, in dem Fall der 810er. Und das gab es ja schon. 810er glatt gab es bereits, 810er geriffelt gab es bereits. Was jetzt wirklich neu ist, ist hier diese eckige Variante. Und das ist jetzt zum Beispiel auf dem Mato recht sehenswert. Ich schraube dazu also einfach jetzt hier diesen Adapter mit dem Triptipp hier zusammen. Fertig. Und dann habe ich jetzt hier beispielsweise eben den Mato. Ja, farblich weiß ich, ne, das passt nicht. Ich habe jetzt hier ja nicht die Edelstahl-Variante. Einmal hier fest zusammendrücken und das war's. Und optisch passt das, wie ich finde, wunderbar zusammen. Das war jetzt also quasi die Neuerung bei den 810ern. Und was jetzt aber auch endlich da ist, worauf ich mich schon sehr gefreut hatte, das ist hier die 15er-Geschichte. Endlich auch 15er. Das genau exakt gleiche Prinzip. Und auch hier, da haben wir jetzt, warte, ich zeige jetzt einmal alle drei, die ich hier so habe. Nebenbei fällt mir das Werkzeug runter, perfekt. Also, auch hier glatt, gerändelt und eckig. Genau die gleichen Optionen wie jetzt eben auch bei der 18er-Variante. Beispielsweise nehme ich jetzt einmal hierher den Dwarf DL. Originalzustand, das hier. Er schmeckt fantastisch, es ist alles okay, aber optisch, naja, mit diesem Triptipp jetzt nicht wirklich ein Highlight. Und jetzt, dann nehme ich halt jetzt mal hier die glatte Variante, nur einfach so als Vergleich, wie so ein Verdampfer aussehen könnte. Und wir schrauben das wieder rauf, drücken es fest, so. Und das ist für mich jetzt ein hübscher Verdampfer. Natürlich wie immer Geschmacksfrage. Das ist mir schon klar. Dennoch, es gilt sie wirklich herzuzeigen, denn diese Geschichte mag ich sehr. Und da geht es natürlich jetzt nicht nur um die Optik und auch nicht um die alleinige Idee mit diesem Adapter und diesen Teilen. Das gab es ja schon. Aber was für mich wieder mal hier hervorzuheben ist, eindeutig, ist wieder mal das Mundgefühl. Aber da reden wir jetzt gleich noch dann drüber. Tja, was soll man da jetzt noch sagen? Also andampfen ist ja schwer. Ne? Da geht es ja weder um den Geschmack, noch um Dampfentwicklung, noch um Akkuleistung, was auch immer. Aber es geht um was sehr Wichtiges beim Dampfen. Um das Mundgefühl. Und das ist, ich weiß nicht, wie es Goldrausch Royal macht. Eines der besten, wenn nicht sogar das beste Mundgefühl, das ich bei Triptipps erleben durfte bisher. Das Ganze ist made in Germany und ist natürlich deswegen verhältnismäßig jetzt teurer als andere Triptipps, aber meines Erachtens jeden Cent wert, auf jeden Fall. Alleine wegen des Gefühls, ja. Das ist subjektiv, ganz klar. Ja, vielleicht testet ihr da draußen Triptipps und sagt, aber von der Firma und von der Firma ist es mir lieber. Das mag sein, kann aber mein Testergebnis nicht beeinflussen, denn für mich sind die Triptipps von Goldrausch Royal einfach ein Traum. Da kann ich wirklich nur sagen, absolut alles richtig gemacht. Mir fällt nichts auf, was mich hier nervt.
das Einzige, aber das ist ja nicht einmal ein echter Kritikpunkt, ist, dass man manchmal ein bisschen ein, zwei Versuche braucht, bis man das hier wirklich hineingeschraubt bekommt in diese Base. Das ist aber eher halt vielleicht meine Ungeschicktheit, was auch immer. Das ist keine wirkliche Kritik allerdings, aber dass man irgendetwas Negatives auch mal sagt, ja gut, das kann mal vorkommen, dass ich da ein, zwei Versuche brauche, bis ich hier das Schwarze auf das Silberne drehen kann. Gut, ja, damit lebe ich wirklich gut und gerne und ich muss wirklich sagen, wer die Chance hat, Goldrausch Royal Triptipp sich anzusehen, bitte nutzt diese Chance. Vielleicht deckt sich eure Meinung absolut dann auch mit meiner und ihr werdet vielleicht auch sagen, wer die Goldrausch Royal Triptipps mal kennt und ausprobiert hat, ja, der wird noch ein bisschen eigener vielleicht, was das Thema Triptipps angeht, weil einem dann bei anderen immer mehr und mehr stört. Mir geht es halt so, aber egal, ich habe sie, ich nutze sie, ich liebe sie. Mehr kann man jetzt eigentlich wirklich nicht mehr sagen über Triptipps. Hat euch das Video gefallen? Abo abschließen, Like da lassen. Wir sehen uns recht bald wieder. Macht's gut. Tschüss.